Also ich darf sagen, ich kenne den Herrn Bauer seit einigen Jahren. Er hat mich einmal nach Sylt eingeladen. Da war eine Disco, die hat ja irgendein Jubiläum gefeiert und seither kenne ich ihn. Ich war voriges Jahr bei Movie Meets Media in Berlin, heuer bei Movie Meets Media in München und jetzt Music Meets Media hier in Berlin. Und die Nina ist einfach begeistert davon, weil es hier so viele tolle, schöne Männer zu sehen gibt. Geht ich verstehe es ja gar nicht, warum sie das will. Du? Nein, wir waren beim Movie Meets Media und das war ja eine sehr schöne Veranstaltung. Und deswegen ist es auch... Ein lauen Sommerabend in P1 in München, das war wirklich toll. Und heute, glaube ich, wird es auch toll. Also. Wir auch herschauen, weil es genauso sicher so schön wird wie letztes Mal. Wobei sie gesagt hat, du, da kommt der und der, ich weiß nicht, wie die Männer alle heißen, weil mich Männer überhaupt ich nicht interessieren. Ich habe nicht von Männern geredet. Na, von, nicht von, von ganzen Regionen von Männern. Na. Du plötzlich willst keine Männer, ist eh gut, dann will sie nur mehr mich, das ist ja noch toller. Und was sagen Sie dazu, dass es, die Veranstaltung dennoch stattfindet, obwohl die Popcom abgesagt wurde? Normal waren die ja immer beieinander. Schauen Sie, ich verstehe überhaupt nicht, alle erfolgreichen Musiker, egal wer das sind, die Beatles und die sind erfolgreich, sind am Zenit und könnten Geld machen wie mit einer, wie einfach ganz wahnsinnig und viel und dann zerstreiten sie sich und das Ganze ist kaputt. Es hat noch nie funktioniert, wenn sie sich getrennt haben, dass irgendeiner dann allein ist. Ob die, wie heißen die, wo die Beckham ist, die Sisters? Sisters? Na, die Beckham und wie heißen die alle, die? Na, wie heißen die berühmten Mädel, wo die Beckham dabei ist und die Melanie, die Spice Girls, so. Die scharfen Mädchen. Okay. Ja, das interessiert die wieder überhaupt nicht. Das interessiert ja, die Victoria Beckham meins, ja. Na, also. Also meinen Sie, dass ohne einander funktionieren die beiden Veranstaltungen nicht? Naja, nein, aber ich finde es, um jetzt vom Generellen zu reden, schlimm, dass sie immer wieder tolle Gruppen, die es gibt, einfach zerstreiten und dann nichts mehr sind, weil es einfach nichts mehr wird. Was machst du? Von dir.